Primar Peter Kompatscher von der plastischen Chirurgie. Wie lange dauert es denn, so eine Jugendsünde zu entfernen? Das ist abhängig von der Technik. Es gibt professionelle Tattoos und es gibt sogenannte Laien-Tattoos, die sich die Leute mit Nadeln oder mit Dusche zufügen. Und entsprechend der Technik ist auch die Entfernung natürlich unterschiedlich. Im Durchschnitt braucht es ja 5 bis 10 Sitzungen im Abstand von einem Monat, bis die Tattoos einigermaßen entfernt sind. Wie muss ich mir diese Technik mit dem Weglasern vorstellen? Ja, das ist ein Gerät, ein Lasergerät, was eine Photothermolyse macht. Das heißt, diese Pigmente, die man einbringt in die Haut, sind in einem Eiweißprotein gebunden und der Laser lässt diese Eiweißhülle platzen und dann werden die Pigmente abgeführt durch sogenannte Phagozytose, das heißt ausgeschieden, und deswegen auch verschiedene oder mehrere Sitzungen, weil der Körper immer wieder die Gelegenheit haben muss, diese aufgelösten Pigmente abzutransportieren. Ist so etwas schmerzhaft? Ist abhängig, sind immer wieder die zwei üblichen Kriterien. Es gibt sehr schmerzsensible Patienten auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es abhängig von der Energie, die ich appliziere. Die Energie ist wieder abhängig, welche Farbe ich habe. Rote Farben, helle Farben brauchen viel Energie, schmerzhaft. Schwarze Farbe, weniger schmerzhaft. Man kann natürlich den Schmerz auch kupieren, also wir tun routinemäßig eine Anästhesiesalbe vor dem Lasern applizieren und damit ist es also durchaus auszuhalten und weniger schmerzhaft als das primäre Tattoo. Wissen Sie vielleicht etwas zu den Gründen, warum Menschen die Tattoos entfernen? Werden da eher amateurhafte Tattoos entfernt oder eher die professionellen? Wie ist das? Das hat eigentlich überraschenderweise mit der Technik nichts zu tun, sondern wir haben auch keine Häufung im Sommer von der Entfernung der Laser, sondern das geht über das ganze Jahr und ist vorwiegend, dann wird es in Anspruch genommen, wenn die Tattoos im sichtbaren Bereich sind, zum Beispiel Hals, Unterarm, plötzlich kommt es zu einem Arbeitswechsel, wo das nicht so gewünscht ist, wie zum Beispiel auch im medizinischen Bereich, wo man viel mit Patienten zu tun hat. Und dann entscheiden sich die Patienten, das zumindest in den sichtbaren Regionen zu entfernen.